So, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 2, das Remake. Ja, gut, wie fange ich jetzt am dümmsten an? Ich gucke jetzt erstmal, ob das Programm auch ordentlich aufnimmt, weil in der letzten Folge, okay, war nämlich das Problem gewesen, ich habe eine halbe Stunde aufgenommen. Und als ich dann die Folge beendet hatte, war die Folge nicht aufgenommen von OBS. Weiß Gott warum. Ich habe definitiv Aufnahme gedrückt und ja, deswegen habe ich das jetzt gerade nochmal kontrolliert. Und um diesen Fehler nochmal aus dem Weg zu gehen, gehe ich jetzt gerade nochmal. Ja, was haben wir in der letzten Folge verpasst? Also, was haben wir geholt? Wir haben uns eine Taste für den Waffenschrank geholt. Damit haben wir dann Schrotflintenmunition gekriegt. In der letzten Folge haben wir den Waffenpass gekriegt. Sind kurz auf Claire getroffen, wo auch der Helikopter abgestürzt ist. An sich jetzt nicht wirklich viel Großartiges. Was war noch gewesen? Und wir haben uns aus La Biblioteca das Buch besorgt, was wir dann gleich bei dieser Figur brauchen, um es ihr in der Hand zu drücken. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir weiter. Das Problem war, ich habe nämlich, als ich dachte, okay, Aufnahme im Kasten, habe ich nämlich gespeichert. Ich müsste jetzt alles nochmal von komplett vorne anfangen, um wieder bis zu diesem Punkt zu kommen, wo die erste Folge beendet war. Und tut mir leid, aber das muss jetzt nicht wirklich sein. Also ihr habt hauptsächlich nur ein bisschen Backtracking verpasst. So, warte mal. Ich denke mal, das dürfte jetzt nicht ganz so tragisch sein für euch. Wow, jetzt wird's ein Ding. Achso, ich habe ja gar keine mehr. Kein Messer mehr. Ah, du willst mich doch verkackeiern. Was zum? Ja, das denke ich mir auch gerade. So, noch einer. Hi, Cheng. Bleib liegen. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Ich bin gerade aufnahmetechnisch auch so ein bisschen unter Druck. Und deswegen habe ich leider aktuell auch nicht wirklich die Zeit, dieses alles nochmal von vorne zu spielen. Deswegen sage ich euch lieber, was in der Zwischenzeit passiert ist. Es war jetzt nichts Storytechnisches, was weltbewegend war. Es war viel hin und her gelaufen. Mehr war es nicht. Und ihr habt, das Einzige, was wirklich vielleicht interessant hätte sein können, war, ihr habt verpasst, wie ich mich von diesem kleinen Mini-Tresor habe vorführen lassen. So, untersuchen. Da war doch was. So, da ist es. Rotes Juwel. Okay, das brauchen wir aber, glaube ich, jetzt noch nicht. So, was haben wir als nächstes? Wir brauchen eigentlich genau, an dieser Stelle waren wir. Da ist nämlich der Helikopter abgestürzt und in Brand geraten. Unten haben wir sind wir dann auf Claire getroffen. Also nichts Weltbewegendes, haben einen Bolzenschneider bekommen. Kann mir mal einer erzählen, warum man das jetzt gerade ruckelt? Ich gehe mal ganz kurz in mein Programm rein. Was ist das jetzt? Okay, interessant. Interessant. Jetzt ruckelt's. Das hasse ich ja. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Oh.
Leiden, Pech und Bann. Naja. Höchste Qualität nur bei mir, ihr wisst ja. Hält das? Staunen wir jetzt. Okay. Warte mal. Was brauchen wir noch zum... wo kriegen wir jetzt eigentlich die Dings her? Die Schließfächer, okay. Sind, wo ich noch nicht alles geklärt habe. Da los. Er lebt noch. Er lebt noch, er lebt noch. Okay. Und wie gesagt, ansonsten hätte ich es gerne für euch nochmal gespielt, aber das Problem ist, ihr wisst ja, Pflegekräfte zurzeit und allgemein haben wir recht viel zu tun und einfach nicht so viel Zeit, also teilweise eine Doppelschicht nach der anderen. Okay. Ansonsten liebend gern, aber ich bin froh, wenn ich zwischendurch mal einen Tag jetzt frei habe. Nee, das ist der Polizei. Quatsch, ich wollte zur Treppe. Ich wollte doch zur Treppe, Rinski. Oh. Achso, nee, das sind die da unten, die so Lärm machen. Ja, nee, da kommen wir erstmal nicht weiter. So. Warteraum. Ja, das ist dann dieser Kunstraum. Das wird wegen... wegen der Tür da blockiert. Also rot angezeigt. Bibliothek, Aufenthaltsraum. Dritter Stock, Lagerraum. Da ist hier. Kammer, Stars Büro. Das ist der PC wahrscheinlich. Aufenthaltsraum. Bibliothek ist ein Messer? Eine Bibliothek ist ein Messer, cool. Ich hasse es. Ich habe, also, ich weiß nicht warum, aber hier habe ich echt eine Orientierung wie so eine Bockwurst. Und wie ich schon mal sagte, das ist eine Beleidigung für eine Bockwurst. Hallo, wow! Jetzt reicht's. Und dann wurde ihm wieder mehr. Hier, Messer. Ausrüsten. Ja, scheiße. Einmal. Oh. Oh, das war Verschwendung. Oh, Annika. Hier, hast du dein Messereinsatz. Was im dritten Teil ja nicht so gut ging. Ah, echt jetzt? Jetzt tot? Halb tot. Richtig. Tot, tot. Und nicht leben, tot, tot. Na komm. Ja, Tzatziki. Boah. Das Messer ist schon fast wieder. Okay, da haben wir dieses. Okay, warte mal. Rüsten. Schau mal, war das ein Stock höher jetzt? Der Bibliotheker. Nein. Also doch wieder runter. Und dann müssen wir hier lang wahrscheinlich. Oh. Oh. Okay, Schießpulver.
Stars Büro, da waren wir. Da hatten wir doch alles mitgenommen. Okay. Hat er sich bewegt? Ja. Die Rüstkammer bringt mir jetzt gerade nicht viel. Ja, beim ersten Mal habe ich mich bei diesen Schatten erschreckt. So, enger Gang. Nicht, dass da ein Licker kommt. Ach nee, da oben ist ja nur dieses beknackte Lager, oder? Einmal da und hier ist nichts. Okay. Ja. Oh. Schon immer gut. Noch irgendwas? Kriege ich jetzt diese tolle Vorrichtung her, also den Zünder? Ist irgendwie doof jetzt. Ist nicht so toll. Bibliothek. Okay. So, wo waren wir denn noch nicht? Stars Büro. Aufenthaltsraum. Was soll denn da im Aufenthaltsraum noch sein? Geschoss. Das Fächer. Na, warte mal, ich hab doch. Nee, der andere Schlüssel, der war verbraucht. Okay. Nein, nicht nach rechts. Bibliotheca, nicht rechts. Nee, nach rechts. Hä? Habe ich da im Forum was vergessen? Ist doch nicht wahr. Genau das hasse ich bei mir. Bei diesem Teil. Er ist halt nicht so schön geradlinig. Warte mal. Ah, das habe ich vergessen. Gut, jetzt ist der auch clear. So, jetzt weiß ich aber erstmal gar nicht weiter mehr wohin. Warte mal. Also, die Rüstkammer, da kommen wir noch nicht rein. Da brauchen wir diesen Stick. So, Feuerwehrleiter, Kunstraum ist clear. Erdgeschoss haben wir bis auf die Schaltflächen. Hier ist noch irgendwo eine Kleinigkeit. Warte mal. Durch oder durchs Wartezimmer auf die andere Seite zu kommen, wo das Treppenhaus ist. Treppenhaus. Ja, doch, die Treppe. Irgendwas ist doch da. Ja, ja, stehen noch ein bisschen weiter, das passt schon. Seite. Ach, hier lang. Orientierungssinn, der ist hier so lost. Das ist schon gar nicht mehr feierlich. So, Westbüro. Das ist der Waffenraum. Warte, zeigt mal an, hier wäre noch was. Was ruckelt denn da jetzt schon wieder? Ah. Das Schließfächer haben auch clear. Was fehlt denn jetzt hier? Feuerleiter. Da muss ich über Büro Ostseite.
Gefühl, die Aufnahmesoftware will mich heute richtig ärgern. War doch vorher nicht. Ja, lieber gucke ich jetzt öfter mal in die Map, als dass ich da, als dass ich hier andauernd nur noch hin und her renne. So, das ist die Feuertreppe. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Hier lang. So. Noch was, aber das müsste ja dahin. Geht uns um Korbelinski-Dingens. Ah, irgendwo müssen wir noch was haben, wo wir alles geklärt. Wo wir nur mit dem Bolzenschneider reinkamen. Warteraum. Warteraum führt uns wieder. Oh. Weißt du, das sind eigentlich so easy Abkürzungen, ne? Das könnte man machen, aber der Scotty, nee, warum denn? Ah, Manito. Also, da haben wir geklärt. Hier gibt es für uns nichts zu holen. So, warte mal. Der Raum ist clear. Okay. Irgendwo war doch noch irgendwas mit hier Dingensbummens, Dingenskirchen. Hier, wisst schon, wo so eine Kette ist. Ach, Hals. Maul. Das Bein abgeht. Hier auch nicht. Aber hier eigentlich die Schrotflinte ausgerüstet. Ja, dann. Oh, das hasse ich. Wenn mir Spiel nicht sagen will, ganz klar, wo ich weiter muss. Wo war denn... Wo war die andere Tür, wo hier noch so ein Schloss davor ist? Immer, dann gehen wir mal den offiziellen Weg. Naja, nennen wir es offiziellen Weg. Ja, bleib mal da. Da kommen wir nicht rein. Oh, Abspur. Nicht jetzt. Messer putt. Ja, boom. Bist du jetzt tot oder nicht? Komm, nageln wir mal dicht. Ah. Irgendwo. Nein! Wow! Wow. Eigentlich, wenn du jemanden eine Blattgranate in die Kauleiste ballerst. Oh. Bleibst du jetzt endlich mal tot, ey?
Müsste der Schädel mit zerspringen. Boah, komm, ey. Mann! Die Zombies, die machen einen mittlerweile keine Angst mehr. Sie sind einfach nervig. Bleib jetzt bitte tot. Meine Güte, ist das zu viel verlangt, einfach mal gepflegt zu sterben? So. Ihr kommt hoffentlich nicht durch, oder? So, warte mal. War hier noch was? Nee. Okay, schön. Was haben wir hier? Gut. Und ein Kräutelein. So, dann kann der Bolzenschneider weg. Okay, dich nimm mal mit. Dann können wir hier wieder mal was... Eine Granate. Unverkehrt. Okay. Eine Tür entsperrt, das macht es wieder einfacher. Und hier brauchen wir Herz. So, warte mal. Okay, jetzt müssen wir wieder da ganz... Warte mal, welche Richtung war denn das? War das nicht hier? Okay, da ist Exit. Irgendwo war Stairs. Stairs. Nicht Stars, sondern Stairs. Okay. Gut, hier rein. Dann ein wenig ablegen. Bitte machen Sie sich frei und legen Sie ab. So, rotes Kraut nehmen wir aber erstmal raus. Dann kombinieren wir das damit und dauern das. So, haben wir natürlich nicht. Aber die Batterie brauchen wir jetzt. Batterie kombinieren wir jetzt hiermit. Ah, jetzt haben wir einen Sprengsatz. Und wie Mama schon immer sagte, lass es krachen, Jungchen. Ja, ja. Hau doch ab. Das braucht man doch ganz... Ist jetzt ganz oben? Oh! Ich renne hier schon wieder. Wie? Nee, warte mal. Lagerraum. Warte, der war doch hier ganz oben eigentlich. Lagerraum? Ja, genau. Da raus und durch und... habe ich immer Angst, dass mir ein Licker entgegenkommt. Ich weiß nicht warum, aber so ist es nun mal. Aber das Spiel ist auch so richtig, richtig, richtig dunkel. So, benutzen und weg da. Genießt die Show. Oh, was? Arsch. Ne? Ich seh... Ja. Ja, komm. Komm. Ja, komm doch. Komm jetzt endlich runter. Ach, das machst du erst, wenn ich nicht hingucke, wa? Ja, sag ich doch. So, wo bist du? Oh Mann. Bist du auch tot? Keine Lust hier vorbeizukommen und du lebst noch. Scheintot. Scheintot oder nur scheintot? Na, man weiß es nicht so genau. So, du bist die Dame. Okay. Dame. Genau, da haben wir sie. Frau, Bogen und Schlange. Frau, Bogen, Schlange. Frau. Könnte ein Bogen sein. Schlange? Ja! Guck mal, einer schau. Ah, manchmal klappt's. Oh. Oh. Ja, wo bist du? Na? Was? Mit hat er mich erwischt?
Da geht bei mir der Puls. Bist du tot? Komm. Sicher ist sicher, aber die Viecher machen echt Schaden, du. Oh, Alter. Hat er mich? Auf den habe ich doch gewartet. Komm, ich hasse das. Ich liebe ja Horrorspiele, aber ich hasse sowas. Oh Mann. Okay. Alles klar, Leon. Bist verletzt, hä? Aber. Womit er. Ach, das war die Zunge, womit er mich erwischt hat, wahrscheinlich. Ah. Ja, gut. Und dann ist es halt mal so. Mag ja Zungenküsse, aber eher von einer hübschen Frau. Und nicht von sowas. Ja. Warte mal, hier, komm. Okay. Noch wo wir mischen können? Nö, dann verstauen wir dieses. Dann fügen wir mal das Medaillon ein. Medaillon, Medaille. Ach, ihr wisst schon. So, benutzen. Sesam, öffne dich. Da geht es nach unten. Oh, bist du ein ganz schlauer. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort. Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's... Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn sie nein, wollen. Könnt ihr nicht. Es ist zu spät. Ich hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Warum hast du eigentlich zwei Waffen? Eine im Halfter und eine so rumfliegen? Okay. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. So. Da sind wir. Was haben wir hier? Einmal Gießpulver. Was ist das? Rotflintenmunition. Ah, gut, 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 gut. Was haben wir? Okay. Seine Kraut nehmen wir heraus. Wir uns ein bisschen ausnehmen. Wir machen uns ein bisschen Munition für die Pistole. Das schadet nie. Und werden wir gleich mal brauchen. Okay. So, Freunde, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal Pause für die Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer erschütterter Scotty. Ciao, ciao.